Toller Start für die Würzburger Kickers in Weiß-Schwarz. Der gut aufgelegte Pascal Kamholz umkurvt die Tannhäusner Abwehr. Die Slalomstangen und dann kommt der Ball am Ende zu Sven Mikkel, der mit dem 1:0 15 Minuten gespielt. Daraufhin die Hausherren mit den besseren Chancen, allerdings wie hier Tobias Riedner nicht besonders effektiv. In der 40. Minute zeigte er aber, dass er es auch besser kann und nutzt den Ball von Matthias Eichler per Kopf zum 2:0. Das war's erstmal mit diesem Zwischenstand. Ging es auch in die Pause. Die zweiten 45 Minuten wieder mit dem besseren Start für die Würzburger Kickers. Tobias Riedner im zweiten Versuch mit dem 3:0. Allerdings war dann Schluss mit Feiern, denn Pascal Kamholz musste verletzt vom Platz. Die Gäste daraufhin aktiver. Marc Hemmerles Freistoß in der 60. Minute zum 3:1 Anschluss. Es wurde nochmals spannend, Tannhausen Spiel bestimmen. Es gelang ihnen jedoch nur noch das 3:2 durch Stefan Selig. Die Würzburger Kickers also mit dem zweiten Heimsieg ihrer Bayernliga-Saison.